Gary, let's play. Mich von den Hütern fernhalten. Von den Hütern, okay. Da hinten ist so ein Licht. Da sind irgendwelche, ich speichere mal. Irgendwelche Seelen und hier ist auch so komisch am Leuchten. Sammeln Seelenriss. Cool, ich kann Seelenriss aufsammeln. Ist ja nicht schlecht. Was ist denn Seelenriss? Kann ich das auch essen? Oder ist das hier... hier machen wir alle Gegenstände. Seelenriss. Da stand doch Seelenriss, oder? Keine Ahnung, wo das sein soll. Haben wir doch auch gerade aufgehoben, oder nicht? Bin verwirrt. Oder? Alles? Nee. Keine Ahnung. Oh ja, ab da. Komische Ding, du. Können wir das verkloppen? Ach, lieber nicht. Hallo, was ist mit dir hier? Welches Datum haben wir? Welches Jahr? Ja, welches Zeitalter überhaupt? Ach, weiß ich nicht. Kann dir auch egal sein. 2014, so. Ah ja, hier, guck mal. Hier ist irgend so ein Brunnen oder ich weiß nicht was. Hier, die Hüllen nehmen wir wieder mit. Die sehen lecker aus. Cool. Ich spüre die Macht in mir. Oh. Ja. Keine Ahnung, was das hier soll. Alter, wie riesig ist das denn, ne? Wer ist da? Das ist ein Gegner. Ja, wo soll man denn hierher rennen zuerst? Ich glaube, alle Sekunden, das kannst du hier knicken, so groß wie das ist. Geht ja in jede Richtung unendlich weiter, glaube ich, irgendwie, habe ich so ein Gefühl. Auf jeden Fall wollen die Gegner mich hier nicht verkloppen, zumindest nicht hier die Seelen. Ich dachte, der Tod wäre eine Erlösung und keine ewig währende Qual. Tja. Qual sieht anders aus. Sie steht da ganz bequem irgendwie rum und macht nichts. Ah, sieht ja interessant aus. Geht das hier irgendwie auf? Muss ich da was mit den Kugeln machen? Tja. Weiß ich nicht. Da ist auch so ein Gebäude. Guck mal, da oben, da ist doch was. Also ich verstehe es nicht. Hier ist schon wieder so ein Ding. Können wir kaputt hauen oder? Nee. Looten kann man das auch nicht. Alter, jetzt siehst du ja gar nichts, wenn du da reingeguckt hast. Was ist denn hier? Ah, ey. Ey. Schwarzes Skelett. Knochenmann. Bleib liegen. Hat doch nichts drauf. Was hat der coolen Loot? Scheiße hat der. Oh, eine Truhe ist das. Ach so. Schlossknacken, Elixier, Gold, Vulkanglasfeil. Nee, wollen wir nicht. Jups Werk, Seite 6. Okay. Sehr bald vom Lärm, von über... Ja, komm, wir sammeln erstmal alle Seiten. Seite 6, bevor ich da lese. Sonst verstehe ich ja den Zusammenhang gar nicht. So, okay, dann scheint es wohl irgendwas zu geben, wenn man alle Seiten hat. Keine Ahnung, was man davon hat. Irgendwas wird das schon sein. Ihr müsst mir helfen, meinen Arvak zu finden. Was? Er verdient es nicht, an einem Ort wie diesem zu leben. Eieieiei. Immer mit der Ruhe, wer ist Arvak? Dein Hund oder so? Arvak, mein Ross. Ja, wir kamen Ross, gemeinsam Hund. An diesen schrecklichen Ort. Wir wurden von Monstern angegriffen, also befahl ich ihm zu fliehen. Er ist so ein treues Tier und läuft schon so lange. Ihr müsst ihn retten. Ich soll nur eine Seele. Lange. Ein Ort wie dieser verändert einen. Die Seele kann doch unendlich lange rumrennen. Die hat doch keine Ausdauer, die hat doch nix. Die kann doch rumrennen. Und das fährt seinen Spaß hier. Wie kann ich ihm helfen? Arvak! Arvak, wo bist du? Arvak, bitte komm zurück! Komm zurück! Ja. Finde Arvaks Schädel im Seelengrab. Da entlang, okay. Also ein Geisterpferd, das wäre mal nicht schlecht, ne?
Es gibt hier kein Entkommen. So zum Reiten? Das wird mir gefallen. So, was ist hier? Seelenriss sammeln, Seele aufgenommen. Verstehe ich nicht, was das soll. Wurde jetzt ein Seelenstein damit gefüllt, oder wie? Okay, hier kommt doch gleich wieder so ein Knochenmann aus der Erde. Wetten. Knochenmann, wo bist du? Zeige dich. Und hier ist nichts zum Lesen. Ich dachte, hier ist jetzt auch was. Alter, ist das riesig, ne? Woher seid ihr gekommen? Aus dem Boden. So wie es aussieht. Doofe Frage, ey. Seelenhülle, ja. Altes Nordschwert. Oh, Knochenmann. Stirb. Ey, ich wollte den looten. Ah, doch, hier. Hallo. Knochenmenschchen. Ja, scheiße. Ich wollte eigentlich über den Pfeil springen. Ging aber nicht. Okay. Irgendwo im Nirgendwo sind wir hier. Salz. Jawohl. Ah, okay, hier ist Ende. Wenn ich da weiterlaufe, kriege ich Leben weg. Ja, hier, loote die Truhe, bevor du stirbst. Eieieiei, okay. Ach so, nee, ja, ach doch, hier, wenn man zu nah am Rand läuft, dann kommt da dieser irgendwas. Und was ist das da? Kann man das kaputt schießen oder so? Ha, nee. Okay, da ist die Wand, dann geht's nicht weiter. Also unendlich groß ist das hier nicht, das ist ja schon mal freudige Nachricht. So, und es sieht so aus, als hätten wir gerade den zweiten Zettel gefunden. Genau, Seite 3 und Seite 6 haben wir schon. Mal gucken, was es hier noch gibt. Mindestens schon mal 6 Seiten hat das Buch. Oder der Zettel oder was auch immer. Die suchen wir jetzt. Wir sind nämlich nur einmal im Seelengrab. Wobei, der Eingang ist offen, wir können hier, denke ich mal, immer wieder rein. Aber nee, ich will's jetzt wissen. Bevor wir da die Mutter besuchen gehen. Ganz ehrlich, wer geht freiwillig an so einem Ort? Ja, das ist ja auch schwer, ne? Das hier, also zu orientieren. War ich da schon oder war ich hier schon? Und achso, hier ist doch der Anfang, ne? Da, keine Ahnung, hier kamen wir nicht rein. Vielleicht mal mit Magie versuchen. Da muss ich auf jeden Fall rein. Da ist nämlich ein Brief, ich sehe ihn schon. Ich versuch's mal mit Magie. Irgendwie muss das ja gehen. Flammen. Ah. Na, guck mal. Ja, ja. Wie immer. Die Magie, die macht's möglich. Okay. Seite 8. Okay, er gibt noch ein paar mehr Seiten. Das ist scheiße, ey. Eine Truhe. Ein Granatstein und mächtiger Seelenstein brauchen wir nicht. So, von da kommen wir. Gehen wir mal in die Richtung noch ein bisschen, bis wir da auf die Wand treffen. Ach, da ist schon die Wand. Ja, hier gibt es da nichts mehr. Außer für uns auf die Fresse, wenn wir noch weiterlaufen. Okay. Ah ja, irgend so ein Riesensaurier ist hier verendet. Cool, die Seelenhüllen, die müssen doch so viel wert sein, ne? Also in der normalen Welt, oder in der normalen Dimension, wie auch immer. Können wir doch verkaufen, wenn wir reich. Und wir klauen voll die Seelen. Der Seelendieb. Ja, wir sind ja ein Räuber, wir nehmen alles mit. Wenn es irgendwie wertvoll ist, verkaufen alles. Und wenn es eine Seele ist, ach, scheißegal, ey. Ist doch sowieso tot. Ganz ehrlich, wenn die Seele hier rauskommt, ist er doch froh. Lieber irgendwo beim Händler versauern, als hier drin. Ist doch nichts los, ey. Karge Einöde. Tja. Ah ja, genau. Hier war noch das Gebäude. Das habe ich ja vorhin gesehen. Da sind wir weggegangen, weil ich den Gegner da oben gerochen habe.
So, so, so. Da ist doch was. Großer Seelenstein. Wollen wir nicht. Können wir doch irgendwie hoch? Das Skelett ist da oder oben? Muss doch irgendwie gehen. Jetzt enttäusch mich hier mal nicht. Bin ich blind? Gibt's da keinen Weg hoch? Ja, so wie es aussieht, nicht. Okay. Da ist wieder Ende. Laufen die erstmal den Rand ab. Irgendwie. Und ich schätze mal, ich muss dahin, wo diese Türme so leuchten. Habe ich hier eine Map? Genau so eine. Genau, da sehe ich ja, hier war was. Da weiß ich ja, wo ich war. Ja, okay, hier ist schon mal so was Riesiges. Da wird bestimmt so ein Zettel drin sein. Ich habe keine Ahnung, was uns die Zettel am Ende bringen. Wahrscheinlich gar nichts. Geschichtsunterricht. Wertvolle Informationen hier. Um die ganze Geschichte zu verstehen. Ach, hier ist der Eingang. Ach, die ist das. Verwirrt mich. Die läuft mir hinterher. Ey, voll die Stalkerin. Verschwinde! Oh, hallo Seele. Nur jene, die lange gelitten haben, können das Licht im Schatten finden. Ja. Finde Valerika, hier das Ross. Ist das eine ganze Quest? Machen wir nämlich mal an. Den Schädel finden. Wo zeichnet da der Pfeil hin? Nirgendwo. Toll. Finde Avrax-Schädel im Seelengrab. Ey, da kann doch überall sein. Mich verarschen. Finde mal hier so einen Schädel. Hier geht's nach oben. Hallo. Habt Acht vor dem Drachen Dunivir. Drachen? Dem Vernichter der Seelen und dem Herold der Gefallenen. Dunivir? Jetzt kriege ich aber Angst, wenn den Drache ist. ja, toll. Na, ist ja nicht so prickelnd, ne? Also der Gedanke. So. Alter, ich hasse sowas. So unübersichtlich. Ey, ey, ey. D3-Herz. Warum sollte man es überhaupt... Ah, hier, der scheiß Seelenstein. Der saugt mir meine Energie ab. Ich habe Mitleid mit den Toten. Also Zettel sehe ich hier nicht. Dann gehen wir hier weg. Es scheint fast so, als würden sie immer... Ey, du stirbst gerade. Geh mal da weg. Ach wo? Ja. Ich geh mal lieber weg, ne? Auch kein Zettel. So. Hab ich was übersehen? Ey, mag ich gar nicht. Mag ich überhaupt nicht. Ey, wie lange wir hier wahrscheinlich rumrennen müssen, ne? Boah. Jetzt schon kein Lust mehr. Oh, was ist denn da? Ah, hier schon wieder so Hüllendinger. Wie viel wiegen die denn? Nicht, dass die voll schwer sind und ich nehme die einfach mit. Ah, Gewicht 0,1. Ja, komm. Komm, wir essen mal eine. Mal gucken, was da passiert. Habe ich jetzt meine Seele wieder? Habe ich die irgendwie schon mal verloren gehabt vorher? Was denn hier? Knochenhaufen. Irgend Blitzableiter? Mächtiger oder können auf Apparatur gelegt werden, Sinnstand einlegen. Okay, und jetzt? Toll, jetzt habe ich die Knochenviecher wiederbelebt. Das war ja eine gute Idee. Zorn, Mann. Ist aber neu. Komm her! Ich bin auch zu neugierig, ne? Ich schaufel noch mein eigenes Grab. Ah, jetzt haben wir einen schwarzen Seelenstein dadurch bekommen. Cool. Cool. Aber der ist ja nicht gefüllt, also ist ein bisschen blöd. Ey, hau weg die Kacke, ne? Aber hier, weißt du Bescheid, wenn man unbedingt schwarzen Seelenstein braucht, dann kann man sich die hier ganz cool besorgen.
Wenn man das öfters machen kann. Wenn ich einfach mal ausgehe. So, da ist eine Seele. Am Rumsitzen. Hallo. Was gibt's denn hier? Ah, ein Brief. Geh doch einfach ins Seite 1, jawohl. Da hat er gesagt. Ja, sicher. Als ob das so einfach wäre. Ah. Das Buch von Leben und Rechten Dienst. Was hat er gesagt? Das hier ist kein Ort für euch. Wieso? Wo rennt die denn schon wieder her? Ist hier am Rumschleichen? Ah. Okay, da müssen wir durch. Dann geht's weiter. Aber die Mauer überwinde ich jetzt noch nicht. Ich mache erstmal alles vor der Mauer. Komplett hier. Ich möchte ja keine Seite übersehen. Alter, das wird nichts hier in der Aufnahmesession. So viele Sachen hier, so riesig. Hier schon wieder eine Truhe. War ja toll, Vulkangasfeile. Aber ein Brief liegt ja auch nicht rum, ne? Kacke. Kacke. Waren wir hier? Ja, hier war ich doch schon. Ja, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Okay. Dann jetzt noch die Mitte begutachten hier. So ein bisschen, da waren wir ja auch schon. Von daher, von da kommen wir. Ja, nochmal hier eben durch die Mitte streifen. Waren wir wirklich schon an den Turm? Ja. Gucken, ob sich hier noch irgendwas verbirgt. Und wenn nicht, dann ja. Dann wissen wir Bescheid. Ja, hier sind schon wieder so komische Bienenstöcke oder... Ah ja, hier diese Seelenhöhlen. Keine Ahnung, okay. Nehmen wir einfach mal alle mit. Tja. Da waren wir schon. Ah, da so ein Altar. Haben wir aber auch schon gesehen, meine ich. Ach so, hier, ja, ja. Ey! Hä? Ja, wieso konnten wir da jetzt... Okay. Hallo Zornmann, stirb. Kann den looten. Oh, eine große Truhe. Toll, Schimmerpilz, Schimmelpilz, Schimmerpilz, wie auch immer. Hier voll den Schrecken. Auf einmal wirst du irgendwo hochteleportiert. Ah, ich weiß, wo wir sind. Wie komme ich hier jetzt runter? Ach so. Das hat mich hochteleportiert. Wenn's nicht blinkt, dann kannst du dich hochteleportieren. Das da geht vielleicht auch. In die Richtung. Ja, gucken wir uns mal um. Gehe ich nochmal in die Richtung. Und hoffe, da dann vielleicht hochteleportiert zu werden. Ah, hier waren wir auch noch nicht. Schwarze Seelenstein. Ach, ey. Stirb. Brief liegt ja auch nicht rum, ne? Daneben. Au revoir. Ja, ja. Das hätten wir wieder geschafft. So, hier waren wir schon, ne? Ne, ne, ne. Ah, da drauf. Toll, geht nicht. Warum? Hat vorhin auch funktioniert. Verstehe ich nicht. Bei manchen geht es, bei manchen nicht. Toll. Toll. Toll, 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 toll. Ja. Ja, 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 ja. So. Jetzt gehen wir durchs Tor. Ich denke mal, wie viele Seiten haben wir hier gefunden? 4 oder so? 1, 2, 3, 4. Ja, wenn es 8 gibt, ist es die Hälfte. Und dann wird die andere Hälfte wohl auf der anderen Seite rumliegen. Cool. Was auch immer wir davon haben. Naja.
sieht's also auf der anderen Seite aus. Interessant. Genau gleich. Hallo, willst du quatschen? Ich hatte Poteva doch nur gesagt, dass sie in dem Kleid ein wenig beleibt aussieht. Ey! Wie hätte ich es denn wissen sollen? Das Pferd! Geh weg da! Wir rennen dem Pferd hinterher. Der wird uns vielleicht zu seinem Schädel führen. Oh. Toll, weg ist es. Dann muss hier irgendwo der Schädel rumliegen, denke ich mal. Hallo, hast du einen Pferdeschädel gesehen? Sieh an, was wir hier haben. Ja. Jemanden mit Fleisch auf den Knochen. Ja, richtig. Bist neidisch? Ja, was ist los mit euch? Sagen wir einfach mal, dass der Kunde jemand war, der für einen ganzen Zirkel von Totenbeschwörern arbeitete. Wie im Namen von Zenitha hätte ich wissen sollen, dass die Zutaten nicht echt waren? Sehe ich wie jemand aus, der einen Totenbeschwörer hintergeht? Vielleicht. So seid ihr also hierher gekommen. Na, Pech gehabt. Genau. Ja. Pferd, Kutsche, das ganze Programm kam ohne Vorankündigung hierher. Wisst ihr, ich war einer der besten Händler von Hochfels. Die Leute besuchten mich nur, um meine Waren zu bestaunen. Noch etwas übrig, was ich kaufen könnte? Sehr lustig. Und womit wollt ihr mich bezahlen? Seelen? Seht euch mal um. Mit Gold macht ihr euch hier nicht unbedingt Freunde. Ah, vielleicht hier mit diesen komischen Bienenstöcken, die wir da die ganze Zeit aufsammeln. Es muss doch etwas geben, das ihr wollt. Ich sag euch was. Ich weiß euer Ziel zu schätzen. Also mache ich mit. Das Einzige, was es hier in Hülle und Fülle gibt, sind Seelenhüllen. Jawohl. Hüllen in Fülle. Aber schon 50 oder so. Diese hässlichen, pilzartigen Dinger, die aus dem Boden wachsen. Ja. Bringt mir, sagen wir mal, 25 Hüllen. Die habe ich locker. Dann könnt ihr die mir verbliebenen Waren durchstöbern. Jawohl, hier. Kannst du haben. Na gut, was habt ihr? Krimskrams, den ich im Laufe der Jahre gesammelt habe. Krimskrams. Jedenfalls, bevor mir diese blöde Geschichte hier zugestoßen ist. Sagt mir, wonach ihr sucht. Vielleicht kommen wir ins Geschäft, tja, wenn ihr die Hüllen habt. Ein Schwert, leichte Rüstung. Tja, ein Schwert. Guck mal. Eine wunderbare Klinge. Zwergenschwert, also toll. Nehmt das verdammte Ding einfach. Ich habe Mitleid mit den Toten, die hier... Wie viele habe ich noch? Hat sich das... 18, toll. Jetzt gucken wir das Schwert da bestimmt voll scheiße. Wo ist es? Hohoho, boah, Untote fliehen, ey, da hat sich richtig gelohnt. Sind. Richtig gelohnt. Scheint fast so. Ah, da, Seite 10, ach nee, gibt noch mehr Seiten. Die immer noch leiden. Okay, gleich holen wir uns auch mal die leichte Rüstung von den Typen ab. Das lohnt sich vielleicht auch und da kann ich wieder Magie verwenden. Kann ich wieder Magie verwenden? Ja, wo ist es? Ach, falsche Menü. Ey! Oh, ich dachte schon, das Spiel kackt ab, ey. Speichern. Hier, speichern wir mal die Flammen auch. Ach. Ja, was habe ich jetzt davon? Ah, da oben ist auch noch was. Was habe ich denn davon? Geht jetzt irgendwas auf oder irgendwas zu oder... Keine Ahnung, stirbt jetzt jemand? Ah ja. Jetzt haben wir 19, 20 wieder. Trüchen. Na, das war's. Tio. Hier muss doch noch irgendwo... Ja, ist ja gut hier mit dem Blitzen. Hier ist ein Friedhof, vielleicht ist hier der Schädel von dem Pferd. Ne, ich sehe hier nichts. Nix auf dem Friedhof. Oh, ist das eine Ebene, ne, also. Dich einöde. Haben wir schon in dem Gebäude? Ne, ich glaube nicht, ne? Und in dem hier auch nicht. Können wir hier benutzen wieder?
Können wir da wieder irgendwo hoch teleportiert werden? Nein. Ich denke mal, das hier ist aufgegangen oder so. Vulkanglas Schild der Blitzunterdrückung. Nehmen wir einfach mal mit. Ob wir Blitzwiderstand schon haben, weiß ich nicht. Okay, hier ist dann gar nichts. Wobei. Hier auf der anderen Seite war da auch noch so ein Weg, so ein Balkon. Wie kommt man denn da hin? Hier war doch irgendwo was, meine ich. Hier. Vielleicht muss ich da drauf. Vielleicht komme ich dann irgendwie da auf den Turm oder so. Oder habe ich das... Nee, das habe ich da noch nicht versucht. Versuchen wir mal unser Glück. Ja. Am Arsch. Da muss ich Magie verwenden. Nee. Geht nicht. Was ist jetzt mit dem Pferd? Das ist doch hier hingelaufen. Jetzt ist es auf einmal verschwunden. Warum? Hier ist doch kein Kopf. Pferdekopf irgendwie. Ich sehe hier nämlich nichts. Ja. Oh, hier sind viele Knochen. Oh, ist ein Drachenkopf. Der hat ja auch irgendwas vom Seelenverschlinger-Drachen geredet, ne? Ist mir nicht geheuer, die ganze Sache. Wer ist da? Ja. Oh. Aua. Ich zähle richtig viel ab. Ja, Einhandangriffe. So. Weg. Dahin ist ein Geist oder eine Seele oder ist doch das gleiche. Hm. Ah, hier. Da sind schon wieder solche Teile. Komm hier mal auf. Okay. Gucken wir uns da an dem Türmchen um. Da waren wir auf der Seite eigentlich überall. Kann ich da auch irgendwie hoch? Ne. Muss ich eine andere Magie verwenden? Mit der komme ich da nicht weiter. Feuerblitz. Lauf doch nicht da rein. Warum geht das nicht? Ja doch, ich habe doch was gehört. Es ist offen. Stirb. Stirb. Wir stechen dich kaputt. Stirb. 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 Ja. Mach ich doch schon. Wir haben mit ihren Wir, ne? Realitätsverlust hat die Frau. Toll. Hat sie richtig gelohnt, hier reinzugehen. Hat sich richtig gelohnt. Ist ja voll die Party hier drin. Boah. Nicht schlecht. Vielleicht müssen wir hier jetzt dann da reinspringen. Am Arsch. Ey, ich verstehe das nicht. Warum kann man hier rein? Was ist jetzt hier? Das ist ja intergalaktische Zeitverschwendung. Das ist gar nichts. Boah, ist das ein Dreck, ne? Ah ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Hier gehen wir dahin. Ne, erstmal hier. Skelettpferdchen, wo bist du denn? Ich hab dich doch vorhin gesehen. Hallo? Das ist das. Bist du am Fegen? Dass ich mich mit einem Dremora starte. Oh, ja. Ein Dremora. Wir haben schon so ein paar getötet. Für uns ist es gut ausgegangen. So. Ja, hier. Ah, nee. Ach, leck mich am Arsch jetzt.
Das dauert mir hier zu lange. Komm, 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 komm.